So. Da sind wir auch schon wieder. Ja, hab mir jetzt mal ein paar Minuten für mich genommen. Wo müssen wir dann überhaupt lang? Quests. Stimmt. Eins von zwei Kriegerpfaden. Genau, das wollte ich machen. Das wollte ich mit der Aloy noch machen. Ja, folgendermaßen, ich habe mich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon ausgequatscht, weil ich wie ein Blöder die ganze Zeit schon am Aufnehmen bin. Was aber nicht schwer ist. Muss halt aufpassen, das richtig zu machen, weil wenn ich jetzt hier mit dem Scharfschusspfeil hier rumlaufe und jage, ist es halt Ressourcenverschwendung. Blau, es hat sich gelohnt. Gibt es hier noch irgendwelche Tiere zu jagen? Wildschweine mit Scharfschussbogen? Ja, von mir aus. Wo ist der Truthahn? Hm, frischer geht's nicht. Yeah, fettes Fleisch. So muss das sein. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Tierschädel-Talisman. Ja, damit kriege ich aber halt auch nur Geld, ne? Ich würde eher sagen, ich hätte am liebsten Sachen, damit ich sowas herstellen kann. Fuchshaut zum Beispiel. Dann habe ich den Käse nämlich so schnell wie möglich hinter mich. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Autsch. Das war dumm. Von mir, entschuldige, Aloy. Ich bin ein kleiner Springfloh, guck mich an. Ohne jede Fülle, das ist meine Hülle. Warte mal, du kommst auch bestimmt so da dran. Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Ich versuche einfach so schnell wie möglich schnell Reisen zu machen. Vielleicht mache ich irgendwelche Jagd- und Nebenquests einfach mal nebenher, wenn ich es einfach nicht hinkriegen sollte. Meine Nebenquests offen zu lassen. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Das machen wir jetzt noch. Ich werde gehen. Leb wohl. John. Finde John. Warte mal, wie viel... Was haben wir denn hier? 78 Scherben. Die sind arm wie eine Kirchenmaus, sind aber gut ausgerüstet. Urmutter, höre mein Gebet. Ich wollte hier eigentlich... Ich knie vor dir voller Demut. Kann man hier nicht runter irgendwo jumpen? Ich meine, ich hätte da was gesehen, oder war das... War das wirklich das LAN-Kabel, was bei mir hinten am... Du über Nein. Dein heiliges Reich hinaus? Nein, war es nicht. Ich habe mich verguckt. Ich dachte, ich hätte das LAN-Kabel, was hinter meinem PC entlang geht, weil ich da jetzt aktuell alles angeschlossen habe. Ich habe mir da so einen Switch geholt. Das brauche ich vielleicht noch. Habe ich mir da geholt, um einfach die PlayStation, die Switch und den PC mit LAN zu verbinden. Und der wird dann mit... Die sind dann gemanagt und dann geht das an meinen Router. Ich habe jetzt die Spuren der Kriegsherrin gefunden. Gut. Aber was wir finden, nehmen wir mit. Ich werde jetzt nicht explizit nach allem suchen.
Da ist schon wieder der Nil. Ja, Banditenlager würde ich auch schon gerne ein paar nehmen. Einfach nur, weil es erstens, weil ich es kann und zweitens, weil mir das eigentlich ganz Spaß macht. Aber dafür sind wir jetzt erstmal nicht hier. Also auf sehr schwer war es dann schon ein bisschen härter. Da muss ich dann schon halt echt aufpassen. Aber es hat alle so ultra in die Länge gezogen. Also auf ultra schwer kannst du ja auch spielen. Da one-hittet dich einfach alles. Also wenn du es bis da, wenn du es dann komplett durchschaffst auf ultra schwer, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mein Respekt. Ich hätte es hingekriegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach extrem schwierig, weil es einfach langwierig ist. Du kannst viele Viecher one-hitten. Vor allem die kleinen Wächter, aber musst halt aufpassen, weil die dich auch one-hitten. Also mit maximalen Details ist es schon ein bisschen schwieriger hier, so einen Fuchs aus dem Gebüsch zu kriegen. Was an sich jetzt auch nicht verkehrt ist, ne? So. Ach, gutes Fleisch. Ja, ganz genau. So gehe ich auch immer durch den nächsten Supermarkt. Ah, gutes Fleisch. So, da ist noch ein Wildschwein, aber ich befürchte, da ist nicht das drin, was... Oh, warte mal, es ist grün. Könnte was drin sein. Oh ja. Ich nehme alles zurück. Waschbärknochen, Wildschweinhaut, Metallscherben, Fuchshaut, Metallgefäße. Ja, die sollten wir eigentlich relativ... Oh, zweimal Schweinsknochen. Was brauchen wir hier? Reichhaltiges Fleisch kriegen wir hin. Wunderbar. Nehme ich auch mit. Kaninchenknochen und Metallscherben. Ja, 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 okay. Noch irgendwelche Tiere. Der sitzt immer hier an solchen Ecken, ne? Der hat auch immer was da. Der will unbedingt, dass wir so ein Dingsbums hier erlegen. Das hält sich eine Weile. Jun ist da oben. So. Naja. Ist zwar jetzt am Anfang nervig mit diesen ganzen Tieren, weil ich hier halt auch natürlich konsequent jage und meinen Idealen treu bleibe. So nach dem Motto, ich mache keine Nebenquests, jetzt bin ich doch unterwegs auf eine Nebenquest. Jetzt will ich nicht so viel Zeit vergeuden, jetzt bin ich doch unterwegs, um Tiere zu jagen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir halt den Scheiß halt irgendwann mal haben, ja... Vor allem das mit den Tieren, dann haben wir es halt. Das ist halt nicht so ein unendliches Ding. Deswegen ich Rollenspiele teilweise manchmal echt mehr bevorzuge als Farming-Sachen. Wo du halt selbst nie so ganz genau weißt. Was jetzt, wo du halt nicht genau weißt, okay, wann ist genug oder nicht, ne? So, was sagt denn der Timer? Wir sind gerade mal 10 Minuten in dieser Aufnahme. Das ist okay. Hilfe! Ich bin eingesperrt!
Nicht ohne Grund. Heul nicht rum. Jetzt hör mal auf, hier rumzuschreien, du Lappen. Bitte! Hilfe! Wie soll ich denn die Tür auf... Ach so, das ist... Ich bin eingesperrt. Du hast hier zwei Türen und du heulst rum. Oh Gott. Ist da jemand? Ja, jetzt hau mir nicht rum. Bin ja da. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Bist du dir da sicher? Wozu stillen ausgestoßene Traumweide? Ja, ganz genau. Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Das werden wir noch sehen. Ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Ja. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Es ist einfach eine optische Schönheit. Dieses Spiel. Ist einfach optisch wunderhübsch. Wollen wir mal gucken. Hilf mir hoch! Jawohl! Schieß nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Fällt mir eigentlich gar nicht. Dann kennen wir uns jetzt ja. Ich will zwar nichts sagen, aber warum hat mich das jetzt so erwischt? Die Explosion hat mich aber ganz schön erwischt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so einen Radius hat. Oh, so eine geile Modifikation, ne? Die hat ja schon was. So, wollen wir mal gucken. Können wir herstellen. Und jetzt haben wir... Nee, das passt schon. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns? Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Das habe ich mitbekommen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling.
Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Das glaube ich ihm. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube ihm das. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst. Und nahmen, was wir fanden. Ja, gib mir ein bisschen was, dann passt das schon. Ein Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Mhm. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Das ist gut. Super. Ja, ja. Kehre zu Jun zurück. Ich habe nur noch 6 Schnellreisepakete. Vielleicht kriege ich irgendwo eins, was endlos ist. Das wäre natürlich ganz geil, aber ich meine ja. Die Frage ist nur, wann und wo. Aber eigentlich habe ich genug. Um es ehrlich zu sein. Ich weiß, hier was los war. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Tja, ich bin jetzt eine Sucherin. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft. Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, John. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Tja. Ich würde ihn am liebsten nochmal besuchen und zeigen, wer ich wirklich bin. Weil jetzt sind wir eigentlich eine Ausgestoßene. Nicht mehr ausgestoßen, aber das muss der Arsch ja nicht wissen. Der hat ja sonst niemand nicht mal. Was will er machen? Metallgefäß. Kaninchenknochen, Fischgräten, Schweinsknochen, Fuchsknochen, reichhaltiges Fleisch, Waschbärknochen. Einmal Wildschweinhaut. 15 mal Metallgefäß. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Was ist denn die nächste Quest? Untersuche das Schlachtfeld. Gucken wir mal, ob wir da so schnell wie möglich hinkommen. Irgendwo werde ich noch ein paar Schnellreisedinger finden. Da sehe ich kein Problem drin. Das ist doch ein Lagerfeuer, ne? Ja, wollte schon sagen. Hier gibt es noch was zu entdecken. Ja, ist egal. Das ist noch ein paar Meter weg. Ich dachte, hier gäbe es noch was zu finden, aber... Waschbär! Nee, ich brauche Knochen und keine Haut. Ich nehme an, die Haut brauche ich für nächste Stufe. Entschuldige, Fuchs. Es tut mir leid. Aber du bist lecker. Nur virtuell. Oh, ja. Yeah. Nehme ich mal mit. Schon wieder. Also entweder bleibt der hier. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was der von mir will. Alte Trümmer. Bald wird es draußen hell sein.
brauche noch ein bisschen Schaden hier drauf. Ja gut, die greifen nicht an. Maschinenausbeuterkiste. Die kann ich doch auch auseinandernehmen, ne? So, Lohn. Ja, die geben gut Lohn. Naja, dann will ich mal dahin, wo ich hin muss, ne? Ich meine ein Tausender, ne? Bei Reinholz bin ich nicht sicher, wie viel so ein Stack frisst. Bei PC-Spielen haben sie natürlich immer die Möglichkeit, da noch was aufzuwerten oder eine Mod reinzusetzen. Ich weiß nicht, ob es für Zero Dawn eine Mod gibt. Aber eigentlich... Inventar. Herstellen. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Ha. Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat. Ein weiteres. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Muss ich die jetzt verfolgen, oder? Da kommt jemand. Die überleben da. Ja. Krieger! Hey, warte mal! Ja, ist mir schon klar. Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du... Ja, ich wollte eigentlich weitermachen. War ja, ist egal. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Das kriegen wir schon hin. Gut. Was haben wir denn hier als Quest? Nebenquest? Nö. Wir bleiben hier. Ich weiß gar nicht, was für eine Stufe... Ja, Stufe 10 haben wir, ne? Kann die immer noch nicht one-hitten. Warte mal. Jetzt. Ich habe keine Muni mehr. Das kriegen wir hin.
Das ist wesentlich schönerer Schaden. Wesentlich schönerer Schaden als vorher. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal schon wieder so diese Dinger habe. Bin ich mir nicht sicher. Diese Aussetzer. Naja. Wenn ich mal so bedenke, wie der Launch von dem Spiel auf dem PC lief. Natürlich erstmal alles looten. So wie es sich gehört. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Jawohl. Jetzt sind die One-Hit. Super. Das gefällt mir. So, ich habe hier aber noch was zum Abgrasen. Ja, ich verliere gerade ein bisschen die Verbindung. Aber wenn ich mal bedenke, dass ich meine aktuelle Internetverbindung zu Hause nur eine ganz normale SIM-Karte läuft. Über einen mobilen Router, der kleiner ist als mein iPhone 4S. Oder generell kleiner als ein iPhone 4 ist. Kann ich mir da... Ist das verziehen? Naja. Ist ja nur noch morgen. Also Sonntag. Und Montag. Und Dienstag kommt dann irgendwann... Der Techniker... Und dann sollte der Käse gegessen sein. Ah, das ist der Riese hier. Okay. Ich muss hier nur durch. Nicht jagen. Gar nicht erst gucken, ob du irgendwas Großes findest. Aber mir jucken so diese Spürsinne. Und wenn ich was finden sollte, jucken mir die Finger. Also einfach durchrennen. Du willst die Quest machen. Du willst vorankommen. Du willst nicht ewig 3 Tage hier in dem Spiel wieder verbringen. Einfach weiter. Kurz Spiel speichern und weiter. Ja. Entschuldigung, ich habe gerade mit mir selbst gesprochen. Okay. Nein, ich habe nichts gehört. Ich habe da keinen Wächter gehört. Nein. Ich will nur hierhin. Gut, ich habe jetzt doch Pfeile genommen. Haben wir doch einen Fuchs gehört. Naja, machen wir einfach mal weiter.
hole mir noch Frostbeulen. Ja, so kalt ist es hier doch gar nicht, Schätzchen. Naja. Also Sonne und es ist kein Schnee. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Waschbär! Hab dich, Fuchs. Ah, gut. Ich find's immer gut, wenn die was droppen, was ich brauche. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Ja. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Pfeilreste. Wollen wir mal. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Ich muss mal gucken, ob ich das DLS von Nvidia, ob ich das vielleicht auf Dingsbums aussetze. Rotes Licht bedeutet Ärger. Fällt mir alles nicht. Verderbte Maschinen. Also sind wir schon so weit, ne? Ist okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Pause. Ich glaube, ich habe so langsam Kopfschmerzen. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Vielleicht mal was essen, mal was trinken, ein bisschen Pause machen. Ich meine, wie lange bin ich jetzt schon dran? Am Stück knapp 5 Stunden. Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Bestimmt. In der Nähe sein. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Sicher? Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Zeig es mir. So ein Detail. Guck mal, es regnet und du siehst die Regentropfen auf der Rüstung. Hier ist was Besonderes drin, das will ich noch mitnehmen. Haben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind noch begraben. Verderber, Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht.
bei Mutters Wacht. Gewaltige Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Klar. Ich will hier nochmal speichern für den Notfall, dass ich irgendwas verkacke. Für mich. Das ist schön. Das darfst du auch. Super, der Fuchs hat irgendwas Blaues gedroppt. Das wird meinen Magen Fuchshaut etwas beruhigen. So. Ne, hab nichts gehört. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Boom. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ja, das wird interessant. Aber das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Weil ich dringend auf Toilette muss. Und mal eine Pause brauche. Ja, keine Ahnung, wie lange ich jetzt gemacht habe. Aber passt schon hier. Macht's gut, Leute. Bis später. Tschüss. Oder bis zum nächsten Mal. Je nachdem, wann und wie ihr das seht.